Der Ereignisse. Am 10. Mai 2011 riss ein Felssturz die Rappenlochbrücke in die Tiefe und verschüttet den alten Schluchtweg, sodass eine neue Steiglande gebaut werden musste. Mehrere 10.000 Jahre lang hat sich die Ebnutter Ache durch den harten Kalkstein geschnitten. In seinen Grundzügen existierte das Bachbett schon vor der Eiszeit. Die steilen, überhängenden Felsen sind von Rissen und Spalten durchzogen. Hoch das Bein, 187 Stufen. Aufgepasst! Von hier an geht es 187 Schritte aufwärts zur Rappenlochbrücke und dann weiter zum Staufensee. Hoch das Bein, 187 Stufen. Das sind theoretisch 93,5 Schritte für jedes Bein.
über den Fluss durch das Alploch. Im Alploch stehen die ursprünglich waagrecht abgelagerten massigen Kalkschichten, beinahe senkrecht. Langsam, aber stetig hat sich das Wasser durch dieses Hindernis geschnitten. Kaskaden und Wasserfälle standen am Abfang. An ihrem Grund schufen die aufprallenden Wassermassen runde Strudeltöpfe. Sand und Steine dienten im sich drehenden Wasser als Schleifmittel. Die Wände der Kolke erscheinen nun wie poliert. Wo der Steg an der Felswand klebt, kann man in der Kolkwand versteinerte Muscheln erkennen. Sie lebten vor 120 Millionen Jahren in einem tropischen Flachmeer. Erst 1902 wurde das Alploch durch einen gesicherten, teilweise frei über dem Wasser schwebenden Steig erschlossen.